Premiere auf der Wassersportmesse. The Wave prügelt sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit über eine Stufe. Etwa 140 Badewannen pro Sekunde. Für Surfer entsteht ein Traum. Die niemals endende Welle. Nur das eigene Können setzt beim Ausprobieren Grenzen. Wer sportlich ist, hat aber Vorteile. Longboardfahren kommt dem ganz nah und Snowboardfahren auf jeden Fall auch. Die Kantenbelastung ist ganz ähnlich wie beim Snowboardfahren, ja. Es ist vielleicht vorhersehbarer, aber es ist kraftvoller, als ich es gewöhnt bin. Ich habe nicht die Kontrolle. Ich habe versucht zu kopieren, was er macht. Etwas weniger körperlich herausfordernd, dafür auch zum Ausprobieren. Elektroantriebe für Boote und Yachten. Das kraftvolle Drehmoment trägt der Hersteller schon im Namen. Alle Vorteile sind damit aber noch nicht genannt. Ab 1600 Euro. Wartungsarm, leicht zu bedienen, sehr leise und damit definitiv ökologisch. Aber wenn wir von den Ökos leben müssten, dann wären wir arm. Die Dinger machen vor allem Spaß. Und die würde keiner kaufen, wenn die nicht Spaß machen würden. Also die haben Mordsleistung, die sind sehr leicht zu bedienen. Das kauft sich jeder, der Spaß am Wassersport hat. Wassersportler sind allerdings meist ohnehin umweltbewusst. Ohne Umwelt gäb's nämlich keinen Wassersport. Besonders bei Tauchern gilt das. Gerade das dabei so direkte Naturerlebnis macht für viele den Reiz aus. Auch wenn beim Ausprobieren auf der Boot die Fische leider fehlen.